Ein Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz sollte ja auch die Testpflicht für Unternehmen sein, also dass diese ihren Mitarbeitern systematisch Tests ermöglichen. Viele Unternehmen sind dagegen, andere, die gehen mit positivem Beispiel voran. Stäbchen in die Nase und dann abwarten. So beginnt für Paula Casimiro jeder Arbeitstag. Die Tests machen sie und ihre Kollegen meist zu Hause. Ihr Negativergebnis protokollieren die Mitarbeiter des Hamburger Unternehmens Wirth dann auf Vertrauensbasis in dieser Liste. Die Firma stellt Bauteile für E-Bike-Motoren her. Homeoffice in der Fertigung ist daher nicht möglich. Wir haben dann eben halt gesagt, naja, es ist ja tatsächlich auch in unserem eigenen Interesse. Weil wir möchten natürlich möglichst keinen positiven Corona-Fall hier im Unternehmen haben. Weil die Folgen, die sich daraus ergeben, sind ja nun ganz andere. Trotz der freiwilligen Testoffensive, von einer Pflicht für Firmen, wie sie derzeit diskutiert wird, hält man im Unternehmen nichts. Weil man Arbeitnehmer kaum zum Testen zwingen könne. Gewerkschaften sehen das allerdings kritisch. Bei einem freiwilligen Angebot würden sich viele Arbeitgeber aus der Verantwortung stehlen. Wir merken, dass eine reine Freiwilligkeit die schwarzen Schafe außen vor lässt, während die guten und die bemühten Arbeitgeber jetzt testen. Da brauchen wir mehr Gemeinsamkeit. Alle testen, und zwar Arbeitgeber und Beschäftigte gemeinsam in allen Betrieben. Wirtschaftsminister Altmaier fürchtet im Falle einer Einführung viel Bürokratie durch Kontrollen. Der Bundestag will in der kommenden Woche über ein entsprechendes Gesetz entscheiden.